Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Paragraph 84 Box von AT und 4. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Paragraph 84 von AT und 4. Wir werden das Ganze mal aus dem Plastik befreien und uns dann in Ruhe ansehen. Und so sieht die Box dann ohne Folie aus. Also wir haben hier eine schwarze Box mit weißem Aufdruck. Klassische Klappbox. Oben lesen wir AT und 4 präsentieren. Und dann haben wir hier relativ verschlungen ineinander den 8er, den 4er und hier das Zeichen, das Paragraphensymbol. Paragraph 84, der ja im Strafgesetzbuch der Paragraph der schweren Körperverletzung ist. Und Limited Box Edition lesen wir hier unten noch. Unterseite blank schwarz, rechte Seite ebenfalls, Oberseite ebenfalls. Wir haben hier nur so zwei gelbe Punkte. Und hier auch nochmal Paragraph 84 zu lesen. Rückseite, ja, die Frage, was das darstellen soll. Ich tippe jetzt mal stark auf einen Koffer, der hier so verschwommen in der Optik ist. Und das ist so der Verschluss des Koffers. Paragraph 84. Barcode und Credits. Gut, dann machen wir das Ganze mal auf. Lässt sich hier aufklappen. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal ein T-Shirt. Dann haben wir das Paragraph 84 Bonus Tape. Das Album an sich. Dann den Zugang zur exklusiven AT und 4 WhatsApp-Gruppe. Papes und Filtertipps und ein Poster. Gut, die Box von innen in weiß gehalten. Machen wir mal wieder zu und geben die auf die Seite. Das Album nicht eingeschweißt, also sparen wir uns hier das Plastik wegzumachen. AT und 4 präsentieren Paragraph 84. Hier sehen wir die beiden Herren, also links 4 und rechts 80, beide in schwarzem Sakko bzw. ja, schwarzem Anzug und weißem Hemd darunter, Sonnenbrille und 80 hier mit einem Aktenkoffer in der Hand. Schönes Cover. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben 17 Stück an der Zahl mit zwei Features. Und zwar haben wir einmal ein Feature von Gary Washington und ein Feature von Epic. Meine Favoriten sind zwei Tracks, und zwar ist das einmal das Intro und wo haben wir es, den zweiten Track, Nummer 11, DNA, das sind meine Favoriten des Albums. Ansonsten haben wir hier noch die Credits und einen Barcode. Auf der Seite lesen wir ebenfalls Paragraph 84, AT und 4. Das Ganze geht dann hier auf. So, dann schauen wir mal kurz in das Booklet hinein. Cover kennen wir bereits. Dann haben wir hier eine Aufnahme, in dem Fall von AT, der hier auf der Schaukel sitzt, beziehungsweise hier in einem Stiegenhaus raucht, inklusive der Infos, wer daran beteiligt war, an der Produktion beziehungsweise am Album. Weitere Aufnahmen. Dann haben wir hier eine Danksagung. Weitere Aufnahmen. Und dann hier noch eine Danksagung für Mitwirkende. Also hier nochmal im Detail aufgelistet, wer wofür verantwortlich ist. Paragraph 84. Könnte man eventuell als Wendecover verwenden. Ich werde es natürlich bei dem normalen, also beim regulären Cover belassen. Gefällt mir deutlich besser. Die CD ebenso wie das Cover,
auch hier die beiden Herren abgebildet, inklusive Paragraph 84. So sieht das Ganze aus. Und auf der Rückseite nochmals AT und 4 abgebildet. So eine, ja, sieht aus wie so eine verlassene Fabrikhalle. Dann haben wir das Bonustape. Meiner Information nach befindet sich auf diesem Bonustape ja, jede Menge weitere Musik. Zum einen weitere Tracks, diverse Freestyles und auch Lost Tracks. Also einfach Sachen, die im Entstehungsprozess von Paragraph 84 entstanden sind und die es aber nicht aufs Album geschafft haben. Wir haben jetzt leider keine Tracklist oder genaueren Infos, was sich auf dieser CD befindet. Ich habe noch nicht reingehört, muss ich auf jeden Fall mal machen. Wir haben das Ganze in einer weißen Papphülle und gut möglich, dass auch einige Tracks sind, die wir bereits kennen aus VBT oder JBB-Zeiten, woher ich die beiden ursprünglich kenne. Bonustape lesen wir hier noch, Paragraph 84. Wie gesagt, Papphülle. Dann haben wir Paragraph 84, AT und 4, Papes und Filtertipps. So sieht das Ganze aus. Also Smoking. Hier haben wir 33 Stück. Und dann hier unten jede Menge Filtertipps zum Herauslösen. Und auch hier wieder dieser Aktenkoffer, den wir auch schon vom Boxcover kennen. So verschwommene Ansicht. Ich bin kein großer Fan davon, also ich rauche nicht. Deswegen gibt mir das als Boxinhalt nicht allzu viel. Aber es gibt sicher den einen oder anderen da draußen, der damit mehr anfängt als ich. Dann haben wir ein Poster. So sieht das Ganze aus. Also links 4, rechts 80. Auch hier wieder, wie wir es vom Cover bereits kennen, die beiden Herren in Anzug inklusive Aktenkoffer. Paragraph 84, 80 und 4 präsentieren. Das Ganze im Hochformat gehalten und einseitig bedruckt. Schönes Ding. Dann haben wir eben noch diese Karte, exklusiver Boxinhalt, AT und 4, WhatsApp-Gruppe, Paragraph 84. Und auf der Rückseite haben wir dann die, ja, die Nummern, oder ja, bist wahrscheinlich so. Also hier, wo ich jetzt das Paragraph 84 darüber halte, befinden sich die Nummern zu der WhatsApp-Gruppe. Zwei Nummern sind es in diesem Fall. Und wir haben hier dann auch noch zwei Autogramme, also einmal von 4 und einmal von 80. Ich halte jetzt die Nummer zu, da es sonst wieder Beschwerden gibt. Warum zeigst du die Nummer? Dann kommen wieder Leute in diese Gruppen, die die Box nicht gekauft haben und somit eigentlich keine Berechtigung hätten, in diese Gruppen zu kommen. Dementsprechend, ja, muss ich die Nummer leider, oder werde ich die Nummer in diesem Fall abgedeckt lassen. Sorry. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch ein T-Shirt. Dieses sieht so aus, in schwarz gehalten mit weißem Aufdruck. Paragraph 84 lesen wir hier. Und das Ganze ohne Backprint. Wir haben es zu tun mit einem Gildan Heavy Cotton in der Größe L. 100% Baumwolle und made in Honduras. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier das schwarze T-Shirt mit dem weißen Aufdruck, mit der weißen Aufschrift quer über die ganze Fläche, Paragraph 84. Das, wie gesagt, im Strafgesetzbuch der Paragraph für schwere Körperverletzung. Ist vom Design her relativ schlicht gehalten, weiße Schrift auf schwarzem T-Shirt. Ist aber von der Schriftart her sehr gelungen in meinen Augen und das Ganze kann man durchaus tragen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L, dann die Papes plus Filtertipps,
die Autogrammkarte inklusive der Nummern zur exklusiven WhatsApp-Gruppe. Das Poster einseitig bedruckt im Hochformat. Das Paragraph 84 Bonus-Tape. Und das Album Paragraph 84 an sich. Das Ganze in dieser wunderbaren Box, Paragraph 84 von AT und 4. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr AT und 4 unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.